Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und heute wird es richtig ansteckend, denn wir werfen einen Blick auf Nidus. Nidus ist offiziell der infizierte Warfang. Also eigentlich sind alle Warfangs infestet, aber er offenbar noch mehr als der Rest. Er ist der zweite Warfang ohne jegliche Schilde, dafür besitzt er aber mehr Panzerung und passive Gesundheitsregeneration. Beides ölt sich durch Level-Ups, wie es sonst Schilde tun würden, und dafür bekommt er sogar 15% Kraftstärke. Tatsächlich hebt sich Nidus in vielen Dingen von seinen Kollegen ab, fragt sich nur, ob das gut oder schlecht für ihn ist. Nidus Blaupause erhaltet ihr für den Abschluss der Quest das Glass Gambit. Diese Quest erhaltet ihr von Ergo Glass, dem Anführer der Parent Sequence, unabhängig von eurem Ruf bei ihnen. Ohne viel vorwegzunehmen, kann ich sagen, dass ich mich jetzt frage, wieso die Parent Sequence überhaupt mit irgendwem ein Problem hat und wieso sie ausgerechnet mit den Öko-Nazis befreundet ist. Ihr dachtet aber nicht, dass es so einfach wird, oder? Nidus Teile erhaltet ihr in Rotation C der neuen Bergungsmission auf Eris. Wenn ihr Glück habt. Was kein Problem wäre, wären die anderen Belohnungen in dieser Rotation nicht so unglaublich wertvolle Mods wie Ausdehnung. Oder noch besser, 80 Endo. 80 Endo! Aber wenigstens bekommt ihr Neo- und Axi-Relikte in den A- und B-Rotationen. Wenn ihr die Komponenten habt, trennen euch unter Umständen noch 2000 Kuva von Nidus, was aber nicht so tragisch ist. Wenn euch das alles zu viel Aufwand ist, könnt ihr Nidus auch samt Slot und Reaktor für 225 Platin erwerben. Er ist außerdem Teil des Nidus-Pakets, zusammen mit der HEMA, den Hirudo, dem Prios-Helm, der Thoraxiandana und Boostern für 660 Platin. Bevor ich auf seine Fähigkeiten eingehe, muss ich etwas anderes erklären. Nidus hat Zugriff auf eine weitere Ressource, Mutation, die durch seine Fähigkeiten generiert und genutzt wird. Seine dritte und vierte Fähigkeit nutzen Mutation statt Energie. Gleichzeitig gibt euch jede Mutationsstufe auch passive Boni. Auf den verschiedenen Stufen erhaltet ihr im Laufe der Zeit 250 Rüstung, 10% Schwindgeschwindigkeit und 7 Gesundheitsregeneration. Außerdem werdet ihr seltener umgeworfen und Statuseffekte klingen schneller ab. Schnittschaden und alle Elementarstatuseffekte außer Hitze verursachen außerdem weniger Schaden. Insgesamt könnt ihr bis zu 100 Mutationsstufen erreichen. Nidus erste Fähigkeit, Virulenz, erzeugt eine Infektionswelle. Jeder getroffene Gegner trägt zu eurer Mutation bei und erstattet 25% der Energiekosten, die für eine erste Fähigkeit überdurchschnittlich hoch sind. Diese Fähigkeit richtet mit zunehmender Mutation außerdem mehr Schaden an. Wenn ihr die Fähigkeiten-Taste haltet, wird euch der Wirkungsbereich angezeigt, wodurch ihr besser abschätzen könnt, ob ihr eure Feinde treffen werdet. Seine zweite Fähigkeit, Larve, erzeugt ein Projektil, das beim Aufschlag Feinde an sich heranzieht. Die entstehende Kapsel zieht nur beim Aufschlag Feinde an und benötigt dazu Sichtkontakt. Gefangene Feinde sind aber völlig hilflos. Diese Fähigkeit wird am besten in Kombination mit Virulenz genutzt. Seine dritte Fähigkeit, Parasitäre Verbindung, konsumiert eine Mutationsstufe und verbindet euch mit einem Ziel eurer Wahl. Handelt es sich um einen Verbündeten, erhaltet ihr beide zusätzliche Kraftstärke. Feinde dagegen werden handlungsunfähig und erleiden bis zu 90% von dem Schaden, den eigentlich ihr erleiden würdet. Ähnlich wie Nyx Gedankenkontrolle ist das Ziel anderweitig unverwundbar. Erlittener Schaden wird aber normal gewertet, sobald die Fähigkeit endet. Ihr müsst außerdem in Reichweite eures Ziels bleiben, da die Verbindung sonst reißt. Sichtkontakt braucht ihr allerdings nicht. Wenn ihr Virulenz einsetzt, während die Verbindung aktiv ist, wird vom Ziel eine zweite Virulenzwelle erzeugt, die sich mit eurer eigenen treffen wird. Nidus vierte Fähigkeit, Ausgehungert, konsumiert drei Mutationsstufen, um ein kleines Gebiet zu infizieren. Innerhalb dieses Gebiets werden Maden erscheinen, die über eure Feinde herfallen werden und dabei neue Mutationen generieren, wodurch diese Fähigkeit zum Selbstläufer werden kann. Abgesehen davon sind die Viecher irgendwie süß. Verbündete, die im infizierten Bereich stehen, regenerieren zusätzliche Gesundheit. Leider erhöht sich die Größe des Gebiets nicht mit Kraftreichweite und es kann nur eine Instanz dieser Fähigkeit pro Nidus geben, was meine Pläne, eine ganze Map mit Gras zu bedecken, leider zunichte macht. Ich meine, seht euch dieses Gras an! Es ist wunderschön! Nidus passive Fähigkeit wird bei tödlichen Verletzungen ausgelöst. Wenn ihr mindestens 10 Mutationsstufen besitzt, werden diese konsumiert und eure Gesundheit zur Hälfte wiederhergestellt. Außerdem werdet ihr für 5 Sekunden unverwundbar. Mein Bild besteht aus blinde Wut, Kontinuität, Ausdehnung, Stahlfaser, flüchtige Stärke, Zorn, Überdehn und Vitalität. Dadurch erhalten wir maximale Kraftreichweite, sehr hohe Kraftstärke und eine gute Kraftdauer. Krafteffizienz könnt ihr dank Zorn vernachlässigen, insbesondere da nur die ersten beiden Fähigkeiten Energie benötigen und die erste sogar Energie generieren kann. Nidus ist ein praktisch perfekter Warframe. Sein Schaden skaliert, er kann extrem gut einstecken und Massenkontrolle hat er auch. Ich rechne stark mit einem Nerf, aber falls nicht, holt euch diesen Warframe. Egal wie. Und dann trefft euch mit anderen Nidus-Spielern und verteilt verschiedenfarbiges Gras, weil... wieso nicht?
smoke weed every day. I'm fucking invincible! Ach ja, nein, das kann außerdem den Raum hinter der infizierten Tür betreten. Was sich dahinter verbirgt, müsst ihr aber selber rausfinden.